liebe Kolleginnen und Kollegen, also für Herrn Droste ist das Höchste, was ein Mensch auf Erden erreichen kann, der Kauf eines Eigenheims. Das will ich einfach mal nur so im Raum stehen lassen. Ich möchte nur eins, Herr Dr. Droste, mal klarstellen, wo ich Sie wirklich frech und dreist fand. Sie haben SPD und Grün vorgeworfen, dass wir, und da meinten Sie uns wahrscheinlich einzeln und persönlich, keinen Grund hätten rechnen zu müssen. Wenn ausgerechnet Sie, Herr Dr. Droste, der an verschiedenen Stellen in diesem Land, das werden ja die Transparenzregeln dann künftig auch zeigen, sehr viel Geld, und das sei Ihnen gegönnt, damit verdienen, Notarverträge zu machen und auch aus Vorgängen, die das Land betreffen, Geld zu verdienen, dann brauchen Sie doch nicht persönlich Leute hier angreifen und Ihnen vorwerfen, Sie könnten nicht rechnen. Ich, Herr Kollege, kann Ihnen nur sagen, als ich überlegt hatte, ein Haus zu kaufen, habe da irgendwie nicht mit großen Beträgen rechnen können. Und es war auch nicht das Größte auf Erden, sondern eine ganz schlichte Rechnung. Ist es sinnvoller, das jetzt zu tun oder zu einem anderen Zeitpunkt? Diese Moralisierung, die Sie hier betrieben haben, und mit dem Weihrauch, den Sie vorgegangen sind, wird der Sache nicht gerecht. Herr Kollege, es geht darum. Würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hofenjürgen zulassen? Nein. Ich möchte jetzt zu Ende kommen. Ich möchte nur einen Punkt noch mal deutlich machen, weil der Herr Kollege Lindner, also das mit der Kommunalfreundlichkeit, das geht mir so gegen den Strich. Normalerweise hätte ich mir vorgenommen, auf solche Punkte, die Sie hier demagogisch reinwerfen, nicht mehr einzugehen. Aber eine Fraktion, die den Innenminister, oder eine Partei, die den Innenminister gestellt hat und der zu verantworten hat, dass in diesem Land nahezu alle Kommunen in die Haushaltssicherung geschlittert sind, wo der kommunalpolitische Sprecher Engel immer nur gesagt, auf unsere Vorhaltung gesagt hat, gebt denen ein bisschen mehr Geld und vernünftiges Konzept. Sie müssen einfach nur sozusagen einen Gedankenwandel vornehmen, dann schaffen die das schon, dass diese Partei, die den Kommunen 300 Millionen Euro gestrichen hat und wofür wir jetzt sorgen, dass 1 Milliarde Euro konkret mehr bei den Kommunen sind, diese Partei ist nicht nur unglaubwürdig, sondern sie ist das, was Herr Kollege, was Sie eben in aller Offenheit gesagt hat, Sie sind, ja, so, genau, und deswegen machen Sie sich jetzt vom Acker, wenn es um die Finanzierung geht, ne? Und diese Partei stellt sich auch noch hin und sagt hier in aller Offenheit, wenn wir in der Opposition sind, dann sind wir gegen die Grunderwerbsteuer. Und sobald wir in der Regierung sind, sind wir zu jedem Kompromiss in diesem Zusammenhang bereit. Herr Kollege Lindner, das Land und die Wahlen mögen uns vor Sie bewahren. Herr Kollege, vielen Dank. Würden Sie im Moment hierbleiben? Es liegt eine Kurzintervention des Abgeordneten Hofenjürgen vor. Ja, da kann ich mir bei Ihnen auch noch Herr bedanken. Hofenjürgen, bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Kollege Mozzofizadeh, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, beziehungsweise haben Sie eine Vorstellung davon, wie es den Stärkungspaktkommunen geht, wie hoch die Grundsteuer-B-Sätze sind, von 800 Punkten bis auf 1200 Punkte in Teilen jetzt schon erhöht? Was glauben Sie, welche Wirkung diese zusätzliche Erhöhung jetzt der Grunderwerbsteuer darauf hat, ob Menschen in diese Region ziehen, wenn bei gleichzeitigem Infrastrukturrückbau das Leben in Brennpunktbereichen das teuerste ist für die, die gebührensfähig sind? Ich fände diese Rede, die Sie gehalten haben, auch mit Hinweis auf Herrn Droste, der einem ordentlichen Beruf nachgeht, schäbig. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Kollege Hofenjürgen, zunächst einmal Entschuldigung, dass ich die Zwischenfrage nicht zugelassen habe, aber ich antworte Ihnen sehr gerne auf die Kurzintervention. Erstens, ich finde das alles andere als erstrebenswert, dass Sie Stärkungspaktkommunen in so einer Situation sind, wie sie sind. Nur haben wir 4 Milliarden Euro in die Hand genommen, um für Sanierung zu sorgen, diesen Stärkungspakt aufzulegen, um überhaupt eine Trendumkehr bereitzustellen. Wenn die Bundesregierung und auch in Verbundenheit mit uns für eine echte Entlastung der Kommunen durch die Entlastung bei der Eingliederungshilfe sorgen würde, wofür sie die besten Drähte nach Berlin möglicherweise haben, dann würden diese Maßnahmen vielleicht nicht in diesem Ausmaß notwendig sein. Ich halte es für keine gute Entwicklung, dass es so ist, wie es zum Beispiel im Kreis Recklinghausen der Fall ist, in dem Sie wohnen. Ich würde es besser finden, wenn wir diese hohen Grundsteuer-B-Sätze nicht haben müssten in den Kommunen. Nur wenn Sie ein Sanierungskonzept verlangen, einerseits ausgeglichene Haushalte und andererseits solide Einnahmen, dann kommen wir um einen harten Konsolidierungskurs dort nicht herum. Es wäre besser, das will ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, wenn wir im Bereich der Vermögensbesteuerung, Erbschaftssteuer zum Beispiel, für die Einnahmen sorgen würden, um die Kommunen, um die es konkret geht, nicht nur zu entlasten, sondern für Investitionen in die Zukunft zu sorgen. Das haben Sie als CDU bisher nicht gemacht und die FDP ist davon Lichtjahre immer entfernt gewesen und ist deswegen auch abgewählt worden.